Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Rome 2 Total War Online Battle mit mir Fighting Joe. Es ist eine weitere Schlacht aus dem Viertelfinale des Back to the Roots Turnier zwischen VLR Shisha hier mit den Armeniern und VLR Volran hier mit den Massilianern. Das Viertelfinale ist relativ komplett. Da zumindest drei Spieler, eins von Sulla, zwei bei mir. Das die beiden Halbfinals werdet ihr auch hier sehen. Beim Finale wird das wahrscheinlich Sulla casten. Das Spiel um Platz 3, dadurch, dass ich damit spiele, wird es bei mir geben. Ja, das hier ist jetzt ein Viertelfinalspiel und zwischen Shisha und Volran, wie ja schon gesagt. Und ich gehe mal gleich über das Armenier-Bild von Shisha, weil ich gerade hier bin. Wir sehen hier zwei persische Kavallerien, die eine in jeder Flanke und einen Kappadokier. Sehr, sehr gute Einheit. Oh, Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Sehr, sehr gute Einheit, die Kappadokia. Ein Azad-Ritter als General. Durchaus interessante Wahl. Ist natürlich ein ziemliches Monster, Ansturm, Abwehren. Und wahrscheinlich auch einfach billiger als der königliche Kataphrakt. Vier östliche Steinschleuderer, zweimal Hügelmänner vorne ran, dann kartische Axtkämpfer, fünf Stück als Linie und dann an einen Flanke östlichen Speerkämpfer, an einen Flanke persischen Obliten und zweimal berittene Bogenschützen. Ja, was sehen wir denn bei Volran? Volran hat ein interessantes Map. Warum leckt das gerade? Ich weiß es nicht. Wir haben dreimal freie Herbern in der allerersten Linie. Dann haben wir hier dreimal gallische Jägersöldner. Und irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass ein bisschen leckt. Das kann ich mir nicht ganz erklären. Ja, jetzt droppt doch gerade die Framerate total. Was ist denn da los? Moment. So, hoffen wir, dass es besser ist. Ansonsten kann ich nichts. Ja, jetzt die Framerate wieder da. Okay, ich stelle nochmal kurz das Bild. Vor drei gallische Jägersöldner haben wir hier. Dann vier keltische Krieger mit dreifach Gold. Dadurch haben die 43 Nahkampfangriff, 65 Nahkampfabwehr, 61 Grundmoral. Ich weiß nicht, wie viel die dann kosten. Ich weiß nicht. Ich hätte mich für Axtkämpfer entschieden. Die sind einfach richtig geil. Dann haben wir zweimal massilianische Obliten, die zusätzlich die Moral hochhalten. Nochmal freie Herberner an den Flanken, also insgesamt 5 freie Herberner, 4 mal massilianische Kavallerie und als General Lanzenhipper ist. Also ein interessantes Bild. Ich lass mal kurz auf den schnellen Vorlauf laufen. Wir sehen hier Volran, Volran sag ich schon, Shisha öffnet hier ein bisschen das Gefecht mit seinem Plänklern. Ja, geht langsam vorwärts, aber Volran screent hier sehr schön. Das ist natürlich ein ungünstiger Schuss, weil er dadurch in den Rücken beschossen wird, aber hier kriegt er den Speerwurf, naja, ein total übertrieben blutbefleckter Kavallerist ist schon mal tot. Sogar zwei, ne? Ne, drei. Wow, drei für zwei freie Herber, ne? Ein guter Tausch. Hier hinten sieht es ein bisschen besser aus. Da sind ein paar mehr freie Herberner getötet. Aber das sind natürlich auch nicht die Kills und die Pfeile, die Shisha abschießen will. Wir sehen es ja auch schon. Das Problem ist halt, durch den freien Beschuss sieht das etwas ungünstig aus. Oh, hier kriegt er nochmal eine Speersalve rein. Das tut weh. Aber das tötet, also das ist jetzt noch nicht der Untergang der Welt. Die freien Herberner haben gleich keine Munition mehr. Dann haben sie deutlich an Gefahrenpotenzial verloren. Und die massilianische Kavallerie, ja, die kriegt hier ein paar Speere, ein paar Pfeile ab. Aber das ist nicht weiter von Belang. Das stecken die Jungs gut weg. Schön finde ich, dass ich jetzt auch wieder ganz nah ranzoomen kann, ohne dass die Framerate droppt. Und eben gerade war sie, naja, sehr hoch. Ja, die freien Herberner screenen aber momentan gut, fressen hier jetzt den Beschuss mehr. Sie sehen jetzt, sie nehmen ein paar Verluste, aber das, ja, das ist halt nicht weiter tragisch. Wenn ein paar von den Jungs auf ihren nackten Heldenbrüsten noch den einen oder anderen Blutspritzer haben. Ja, aber die massilianische Kavallerie, die ist erstmal geschützt und das ist ja, was Volran will. Wir sehen jetzt auch, die kartischen Jägersöldner haben ein paar Pfeile in den Boden geschossen, das tut nicht weiter weh. Ja, und auch wenn das jetzt hier bald wahrscheinlich 20 Kills sind, die die unter sich, 24 Kills, die unter sich aufteilen,
Ja, sind es nicht wirklich die Kills, die Shisha machen will, die er Volran zufügen will. Jetzt ist hier eine günstige Situation. Jetzt kann er vielleicht mal im Stehen die ein oder andere Salve in den Rücken der massilianischen Kavallerie ziehen. Ich würde mich in so einer Situation immer ein bisschen tiefer staffeln, dadurch ist man zur Seite manövrierbarer. Ja, und jetzt sind hier eben die gallischen Jägersöldner, die in Reichweite sind, die Shisha aber noch nicht sehen kann, glaube ich. Das können wir leider nicht sehen, weil wir es ja aus Volrans Perspektive haben. Volran hat uns das Replay, hat mir das Replay zur Verfügung gestellt. Dafür nochmal danke. Ist ja so ein bisschen Revanche für die Attila-Schlachten, die ihr gesehen habt, also aus Volrans Sicht. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Plan. Es ist zu erwähnen, übrigens nochmal bei den Fraktionswahlen, dass jegliche Barbaren natürlich in dieser Runde verboten sind. Ich kann jetzt gerade nicht aus dem Kopf sagen, was die Fraktionen-Bans waren, aber wir sehen, dass es auf jeden Fall nicht Armenien-Massalia war. Ja, und jetzt stürmen hier die Hügelmänner in die freien Heerbanner, versuchen ein bisschen die Wurfspeere, glaube ich, rauszuziehen, aber da hat Volran gut agiert. Aber wir sehen ja die keltischen Krieger, die fallen auch unter dem Beschuss, der gar nicht unbedingt auf die geht. Und wir sehen halt, es ist noch kein östlicher Steinschleuderer gefallen und die gallischen Jägersöldner sind deutlich teurer. Hier sind die Kappadokier in die massilianische Kavallerie geprallt. Das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Engagement für die. Auch hier, die massilianische Kavallerie wird fallen. Ich glaube, ja, nee, jetzt, oh Gott. Shisha zieht die, meiner Meinung nach, die vollkommen falsche Einheit raus. Er hätte da die Kappadokier drin stehen lassen müssen, aber egal. Ja, aber ja, noch ist Shisha hier sehr vorsichtig an der Flanke. Weiß natürlich auch, dass er seinen immerhin 25er Sturmangriffsbonus gerne ausspielen wollte. Aber hier sehen wir jetzt den wunderschönen Charge in die keltischen Krieger. Das hat, oh, das muss ich mal nochmal, das sind 60 Mann im Initialcharge. Da sind zwar ein paar Jägersöldner drunter, aber egal. Und das ist meiner Meinung nach halt, wo die keltischen Krieger auf dreifach Gold versagen. Die haben zwar geile Angriffswerte, aber naja. Wie sieht die Lage momentan aus? Können wir mal ein bisschen analysieren. Hier im Zentrum ist noch nicht viel passiert, aber da müssen die kartischen Axtkämpfer gewinnen. Diese kappadokische Söldnerkavallerie ist natürlich am Ende. Die persischen Obliten hier können rankommen, aber die müssen sich beeilen. Die müssen nämlich möglichst schnell hier den Lanzenhipper als General mal ranziehen. Der Azatritter-General steht auch noch und hier hinten ist noch eine Kappadokia-Kavallerie. Die braucht aber Shisha schnell und muss sie hier auf die freien Heerbanner jagen, um die wegzukriegen. Ansonsten, ja, wird das noch ungünstig hier. Die gallischen Jägersöldner sind jetzt in den Nahkampf verwickelt. Ja, das war nicht aufgepasst und oh, das ist natürlich durchaus ein entscheidender Moment. Shisha zieht seine Kavallerie zur linken Flanke, die massilianische Kavallerie wird deshalb mindestens einen östlichen Steinschleuderer kriegen und er muss seinen General hinten halten. Allerdings, ja, muss man auch sagen, wird aus den keltischen Kriegern sehr, sehr schnell Hackfleisch hier. Die kriegen da wenig hin, aber hier sind die massilianischen Obliten halt noch am rumrödeln. Ja, die massilianische Kavallerie wird diesen östlichen Steinschleuderer auf jeden Fall kriegen. Hier werden dafür aber die gallischen Jägersöldner auch abserviert. Hier muss Shisha schnell reagieren, sonst verliert er diese berittenen Bogenschützen. Aber das, ja, das merkt er jetzt. Da kann man auch einfach mal einen Charge setzen in der Situation des Spiels. Witzig finde ich, dass hier jetzt die kartischen Axtkämpfer tatsächlich fallen, aber das ist nicht an die keltischen Krieger hier, die keltischen Krieger, wahrscheinlich zählen die als im Rücken angegriffen. Ja, die zählen als von hinten angegriffen. Das ist natürlich fies. Shisha hat hier seine Linie nicht schnell genug rumgezogen und eigentlich kämpft diese Einheit frontal. Sie hat aber nach vorne diesen, also auch im Kampf nach vorne, den Moralmodus von hinten, obwohl Shisha die Einheit eigentlich geblockt hat. Das ist ungünstig. Aber Shisha kommt ja jetzt im Zentrum durch. Wenn er schnell genug reagiert, kriegt er diese keltischen Krieger auch hinten angegriffen. Aber er geht nur. Oh, das ist gerade ungünstig. Es sieht doch so aus, als wäre da irgendwie Formationsangriff noch an. Hier hinten ist der General noch am Tun. Die massilianische Kavallerie hat ihr Soll erfüllt. Allerdings, diese freien Heerbanner werden hier jetzt niedergemacht. Hier hinten ist einiges noch frei, vor allem halt noch 120 massilianische Obliten, das wird noch interessant, aber die Steinschleuderer sind wieder da, die sind noch nicht weg. Und meiner Meinung nach müssen diese kartischen Axtkämpfer längst in diesem Kampf sein, denn jetzt fliehen hier die anderen kartischen Axtkämpfer. Jetzt ist das ungünstiger. Hier kommt der General rein, es müsste Volran die Lanzenhippeis kosten. Die Frage ist, wann kommen die massilianischen Obliten hier durch die Perser? Und wie viele kartischen Axtkämpfer stehen da, die schon wieder irgendwie von hinten angegriffen sind? Meiner Meinung nach hätte hier Shisha die Assad-Ritter nicht rausziehen sollen. Die hätten den Lanzenhippeis töten müssen. Vor allem halt, um den General zu kriegen. Und jetzt sind
sind hier die Situation, sind die Kämpfe deutlich ungünstiger. Denn diese keltischen Krieger sind noch hier, halten noch die Karte-Schnackskämpfer hier auf. Die müsste man auf jeden Fall jetzt in den Schildwall stellen. Und oh, hier kommt die nächste massilianische Kavallerie ran. Das ist natürlich ungünstig. Und jetzt sind hier nur noch die Assad-Ritter, die es reißen müssen gegen zweimal massilianische Obliten. Da muss man jetzt wirklich schauen, dass man die Karte-Schnackskämpfer rumbringt. Ah, die massilianische Kavallerie, das ist halt eben der große Nachteil von den Steinschneidern. Die machen nicht so viele Schaden pro Sekunde. Aber jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus, weil die Einheiten hier halt sehr rausgedrückt sind. Das ist ein schönes Engagement hier. Aber, oh, da hinten ist noch eine Kavallerie. Ich verstehe gerade nicht. Ja gut, die sind hier jetzt von zwei Seiten angegriffen. Was da gerade passiert, irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht hat Shisha vergessen, den Formationsangriff rauszunehmen mit der Einheit. Weil so verhält sich eine Einheit nicht, die nicht aus dem die aus dem Formationsangriff raus... Vielleicht hat das jetzt auch bemerkt. Und jetzt kommt hier eben die massilianische Kavallerie. Die kann mit diesem Charge extrem ranhauen. Auch wenn das ihnen hier jetzt massilianische Obliten kosten dürfte. Das sind wahrscheinlich nur Hügelmänner, ja. Die große Frage wird jetzt, wer kann seine Kavallerie besser einsetzen? Die Katschnackskämpfer gehen hier jetzt in den Gegencharge. Da müsste man gucken, ob man nicht im richtigen Moment einen Schildwall zündet. So ist es nämlich jetzt hier sehr ungünstig, denn jetzt ist hier der General in Gefahr und die paar Steinschleuderer machen das nicht mehr. Es wird jetzt darauf ankommen, wie sich die keltischen Krieger hier gegen die Katschnackskämpfer schlagen und irgendwie gibt's die immer noch. Ich weiß nicht, was das für ein Wahnsinnsritt war, der Wolran da gepackt hat, dass er die so mitgenommen hat. Das hier sind aber schöne Schüsse, schön in den Rücken rein. So muss es gehen. So muss man einen massilianischen Obliten ausschalten. Man muss halt hier dann gucken, dass man nicht gekriegt wird. Aber jetzt bricht hier die Moral. Aber also eigentlich müsste Wolrans General ja noch leben. Die Problem ist halt, die Katschnackskämpfer, die haben aber eigentlich auch viel Grundmoral. Die haben 71 gerade. Wie haben sie denn das? Die haben 71 Grundmoral? Das ist ja mal wohl krass. Also, dass die so einfach fliehen, das kann ich mir gerade echt nicht erklären. Selbst mit in den Rücken. Vor allen Dingen, Wolrans Moral hält halt immer noch. Das ist das große Wunder von Massilia. Diese massilianischen Obliten, ich habe es selbst oft genug erlebt, die können einfach unglaublich gut die Moral oben halten. Diese keltischen Krieger, alle Logik sagt, dass diese keltischen Krieger hier nicht mehr stehen dürften. Und so kommen jetzt noch die massilianischen Obliten rein. Die sind natürlich noch viele, aber oh, 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 jetzt hat sich hier noch die Kavallerie rumgedreht. Das heißt, die Fernkämpfer sind weg. Das wird, ja, das ist eigentlich nie mehr zu schaffen für Shisha hier. Ich muss sagen, es ist merkwürdig. Also eigentlich hat Shisha nicht so viele Fehler gemacht. Es war halt das im Zentrum. Da war meiner Meinung nach viel zu passiv und dann halt dieses eine Engagement, das sehr ungünstig gelaufen ist. Und dann halt hier, diese Stelle, ich kann sie gerade nochmal zeigen, wo die massilianischen, wo die Karte-Schnackskämpfer gekämpft haben und eigentlich frontal gekämpft haben, aber durch ein, zwei keltische Krieger, die hier gekämpft haben, als im Rücken angegriffen gezählt haben, dadurch den Moralmalus hatten. Das haut natürlich rein. Wir werden es, glaube ich, gleich sehen. Ja. Dieser kartische Axtkämpfer war das dann. Der hat deutlich weniger Kills als die anderen, einfach weil er auch nicht so viele Kills machen konnte. Die keltischen Krieger haben sich erstaunlich gut gehalten. Und da muss man sagen, die massilianische Kavallerie hat hinten raus doch noch das ein oder andere gemacht. Shisha hat seine Kavallerie meiner Meinung nach auch, zum Beispiel an der einen Seite hätte er die Kappadokia drin lassen müssen und die Perser rausziehen müssen. Weil man hat gesehen, ein Perser-Charge in den keltischen Krieger ist auch bei dreifach Gold ein keltischer Krieger, der mit 9 Kills vom Schlachtfeld rennt. Macht das ein-, zweimal, dann sind da nur noch 2 keltische Krieger, dann hole vielleicht noch die letzten beiden zu einem Backside-Charge zusammen, dann steht da nicht mehr viel. Dann können die kartischen Axtkämpfer sich durch die massilianischen Obliten schnetzeln und eigentlich kann man mit der Kavallerie auch die Lanzenhippers schlagen. Aber Wolran hat das natürlich auch clever gemacht, das muss man natürlich immer sagen. Hat eine unkonventionelle Aufstellung gesucht, hat den Kavalleriekampf gar nicht so angenommen, hat seine freien Heerbahnen an den Flanken gut eingesetzt, um immer eine freie massilianische Kavallerie zu haben, hat gut abgewartet, bis Shisha seinen General nach links schickt, ist auf der anderen Seite, also über seine linke Flanke, von Shisha aus gesehen von rechts, reingekommen, hat einen Fernkämpfer mitgenommen, ist in den nächsten rein, hat den General hinten gehalten, hat in der Zwischenzeit weitergekämpft. Dann musste der General weg, dann hatte sich aber hinten eine Kavallerie, die vorher Bogenschützen, Briten Bogenschützen gejagt hat, die war wiedergekommen, wieder in die Fernkämpfer rein,
intelligent Backside Charges gesetzt. Das war eigentlich von beiden Seiten ein schönes Spiel. Ist ja auch knapp ausgegangen, muss man sagen. GG an beide Seiten und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten und vielleicht ja auch noch im übernächsten Match wieder. Ich wünsche euch an der Stelle allerdings ganz viel Spaß beim Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fighting Joe. Tschüss.